Da Männer etwa 90% der Morde auf der Welt begehen, macht es Sinn, dass fast alle der berüchtigsten Serienmörder der Geschichte Männer waren. Aber es gibt auch eine kleine Anzahl von weiblichen Gegenspielern und die sind genauso tödlich. Und daher werfen wir heute einen Blick auf einige der berüchtigsten und skrupellosesten Serienmörderinnen aller Zeiten. Nummer 1. Eileen Wuornos. Die 1956 geborene Serienmörderin Wuornos tötete zwischen 1989 und 1990 sieben Männer in Florida. Oder soll ich eher sagen, Florida. Sie erschoss jeden der sieben aus nächster Nähe, wie die New York Daily News berichtete. Sie wurde nach einem kleinen Verkehrsunfall in einem der Autos ihrer Opfer festgenommen. Oh, ich nicht hier. Sie sagte der Polizei, dass sie die Männer in, ja, Notwehr tötete, weil diese sie vergewaltigt hätten, während sie als Prostituierte gearbeitet hat. Dennoch wurde diese Schlampe zu 6 der Morde zum Tode verurteilt. Im Jahre 2003 dann wurde ein Film über ihr Leben mit dem Titel Monster mit Charlize Theron in der Hauptrolle veröffentlicht, der hoch gelobt wurde. Weiter geht's mit Dorothea Puente. Auch diese kleine Schlampe hat natürlich Menschen auf dem Gewissen. Sie betrieb eine Pension in Sacramento, Kalifornien und ermordete ihren älteren und geistig behinderten Untermieter. Anschließend kassierte sie deren Sozialhilfeschecks. Sie wurde oft die Todeshausvermieterin genannt. Sie wurde dann insgesamt zu 9 Morden angeklagt. Puente wurde dann zu 3er dieser Morde zu 2x lebenslänglicher Haft verurteilt. 2011 starb sie dann in dem Gefängnis in Chowchilla im Alter von 82. Nummer 3. Kristen Gilbert. Gilbert war eine Krankenschwester, die wegen 4 Morden zu 2 versuchten Morden an Patienten, die in das Veterans Affairs Medical Center in Massachusetts eingeliefert wurden, verurteilt wurde. Sie würde Patienten mit massiven Dosen von Empirin injizieren, die eine nicht nachweisbare Herzstimulanz ist. Dies würde einen Herzstillstand verursachen und sie würde selbst auf den kodierten Notfall reagieren. Sie wurde 1998 verurteilt. Sie verbüßt eine lebenslange Haftstrafe im Federal Medical Center in Carswell in Fort Worth, Texas. Und man kann sagen, was man will, die Alte sieht schon besser aus als die ersten 2 in der Liste. Nummer 4. Emilia Dyer. Dyer ist nur wegen ihres Mordes verurteilt, aber ihr Name ist mit dem Mord an Hunderten von Säuglingen und Kindern verbunden. Sie arbeitete 20 Jahre lang auf der Babyfarm, wie die New York Dailies berichtete. Es wird vermutet, dass sie über 400 Säuglinge getötet hat, was sie zu einer der produktivsten Serienmörderinnen der Geschichte machen würde. Sie wurde 1896 wegen Mordes angeklagt, verurteilt und gehängt. Optisch gesehen ist das eine glatte 6. Ich meine, guckt euch die Alte an. Oder sollte ich sagen, den Alten? Als nächstes ist Gesche Gottfried dran. Die Alte hat so einen Namen, wie sie auch aussieht, die alte Gesche. Richtig ugly. Deshalb gibt's von der auch kein Foto, sondern nur so eine alte Kritzelei. Gottfried war eine der deutschen Serienmörderinnen, die als letzte Person in der Stadt Bremen öffentlich hingerichtet wurde. Sie tötete 15 Menschen mit Arsen, wahrscheinlich zwischen den Jahren 1813 und 1827. Sie mischte das Gift in Essen ihrer Opfer, während sie sich als Krankenschwester um sie kümmerte. Das berichtete die New York Daily News. Sie tötete ihre Eltern, ihre beiden Ehemänner, ihren Verlobten und ihre Kinder. Als nächstes ist Nanny Doss dran. Ich hab Hunger. Ich hätte jetzt Hunger. Sie tötete zwischen den 1920er Jahren und den 1954er 11 Menschen, darunter 4 ihrer Ehemänner, 2 Kinder, ihre beiden Schwestern, ihre Mutter, einen Enkel und eine Schwiegermutter. Und wisst ihr was, weil ihr es seid, packe ich euch da noch ein Kilo Mett obendrauf und hier noch eine dicke Bockwurst und noch einen dicken Stängel Salami. So geht's hier am Moslang aus, in Neuschwanitz. Bis Sonntag geht's hier rund auf den Markt. Ja, sie sieht aus wie eine Metzgerin und sie raucht auch so, das zumindest laut der Daily News. Außerdem war sie bekannt als die kichernde Oma, die Lonely Hearts Killerin, die schwarze Witwe und Lady Bluebeard. Ihre Hauptmordmethode war Rattengift. Sie bekannte sich schuldig und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie starb im Jahre 1965. Und eine haben wir noch in der Runde, und zwar die Miyuki Ishikawa. Nein, das ist kein Name von einem Anime, das ist tatsächlich eine japanische Hebamme gewesen. Sie ermordete Säuglinge mit Hilfe von Komplizen während den 1940er Jahren, berichtete die Daily New York Times. Schätzungen gehen davon aus, dass sie zwischen 85 und 169 Menschen ermordet hat.
aber die allgemeine Schätzung liegt bei 103. Sie ließ sich für die Morde bezahlen, da viele ihrer Opfer verlassene Kinder waren, und sie sagte, dass ihre Dienste weniger kosten als die Aufzucht ihres ungewollten Kindes. Dafür erhielt sie eine 4-jährige Haftstrafe. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nicht schon generell explodiert seid aufgrund eurer Erregtheit, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mir vielleicht auch ein Abo dalassen würdet. Also, bis zum nächsten Mal.